Okay, liebe Freunde, dann wollen wir die Stadt Sion mal hinter uns lassen und zum Ödland weiterreisen. Dazu müssen wir einfach nur hier über die Brücke. Da bin ich ja mal gespannt, was uns da alles erwarten wird. Wir werden bestimmt die ein oder andere Herausforderung haben. Okay, hier geht's raus. Na dann mal ab ins Ödland. Dünen erstrecken sich bis zum Horizont. So eine weitläufige Landschaft habe ich noch nie gesehen. Und doch lauert in jeder Ecke Gefahr. Pass auf, wo du hintrittst. Wenn du einmal nicht aufpasst, segnest du das Zeitliche. So, ich habe die gescannten Koordinaten von Altes Le Bois eingegeben. Los geht's. Lager hat keinen Strom. Mal sehen. Es sieht aus, als würde das Lager primär aus Quellen in der Nähe Energie beziehen. Ist wohl ein Problem am Versorgungsnetz. Und was können wir da machen? Das wird schwierig. Außerhalb von Sion steht ein Solarturm, der die Einrichtungen dort mit Strom versorgt. Scheint ganz so, als gäbe es ein Problem mit dem Turm. Wir müssen da hin und nachsehen. Okay, unser Lager lässt sich aktuell nicht aktivieren. Das heißt, wir machen jetzt erstmal den hier. Ihm luxen wir erstmal das Zeug ab, was wir brauchen. Was hast du denn da für uns? Okay, er hatte nur was zum Lesen und wir machen uns jetzt erstmal daran, den Solarturm da hinten zu fixen. Oh, so gefällt mir das. So kann's weitergehen. Kampf. Ah, da kommt noch einer. Wir wollen allerdings in diese Richtung weiter, okay. Wir folgen dann einfach mal. Da hinten ist auch noch ein Dicker. Mal gucken, ob wir den auch noch von hinten holen können. Ah, der hat uns leider schon gesehen. Wunderbar. Ich würde sagen, das hat aber hardcore-mäßig gesessen, Freunde, oder? So lobig mit dit. Wir müssen auch aufpassen, wo wir hintreten. Nicht, dass wir irgendwann mal irgendwo runterfallen. Oh, holy moly. Das hast du dir so gedacht, mein Freund, hä? Hier vorne geht's auf jeden Fall schon mal rüber. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Oh, damit sind wir schon leer geballert? Ja, schade. Naja, ist halt so. Au! Was ist denn seine Mission hier? Heiligsblechle. Der hat uns aber ordentlich beinahe einen reingedrückt. Ah, da vorne ist Geld. Gehen wir doch direkt mal hin, wunderbar. Und wir wollen hier runter.
Da haben wir noch ein kleines Lager. Mal gucken, ob wir das wenigstens aktivieren können. Ah, wir können hier nur an den Automaten. Und haben eine Dose gefunden für unsere Sammlung. Nice. Na dann ab dafür. Das ist eine Sackgasse. Ich kann die Wand nutzen. Okay, dann wollen wir doch mal den Mauerlauf ausprobieren. Oh, gefällt mir gut. Sehr elegant, ja, definitiv. Passt so gut wie er, alles klar. Okay, am besten springt ihr ab und nutzt dann noch den Dash, weil das geht sonst ein bisschen in die Hose. Auch dieses Lager scheint tot zu sein. Oh, da sind ein paar Dicke. Denn hier unten irgendwas Interessantes? Lohnt sich das hier runter zu gehen? Sieht aktuell mal noch nicht so aus. Vielleicht kommen wir hier aber dann später nochmal quasi hin. Lass uns doch mal gucken, dass wir zum Türmchen kommen. Okay, hier kommen wieder ein paar Gegner auf uns zu. Dann dürfte das Ding doch aber auch keinen Strom haben, oder? Oder wird der separat betrieben? Na okay, der funktioniert scheinbar. Alles klar. Okay, was haben wir hier vorne? Und kommen wir hier überhaupt durch? Das ist natürlich die nächste Frage. Nein, ist wahrscheinlich nur ein Shortcut, den wir dann gleich erstmal öffnen müssen, weil wir wahrscheinlich wieder zurück müssen hier. Okay, wunderbar. Wenn man noch ein bisschen Cash, nehmen wir natürlich dankend mit. Ah, du schon wieder. Okay, hier sollten wir uns auf jeden Fall mal reinbegeben, oder? Gut, was ist mit dir, Junge? Okay, der nervt wahrscheinlich einfach nur. Haben wir hier nicht noch einen Menschen? Wurde hier nicht noch was angezeigt? Dann bin ich doch hier rein. Hm. Ja, okay, können leider nicht mehr angreifen. Schade. Au. Haut der uns da einfach von hinten auf den Kopf, Junge? Was soll denn das?
Also gefallen ist was anderes, Junge. Ah, das nächste Lager. Lass mich raten. Es ist auch ohne Strom, aber wir können trotzdem schon mal aktivieren quasi. Also ich hoffe es zumindest. Und ja, auch hier sind wir noch ohne Strom. Ich sehe den Eingang zu Altes Labor. Brauchen wir einen Sicherheitscode? Halt, Remde. Wer bist du? Quiel von der Königlichen Garde. Ich beschütze auf Befehl von Orkel die Ruinen. Ihr wisst, dass das Sperrgebiet ist. Moment, Moment. Aber wir sind doch wegen Orkel hier. Dennoch, ich kann keine Unfähigen durchlassen. Unfähig wofür? Wenn ihr es schafft, mich zu besiegen, dürft ihr passieren. Nun, wenn das alles ist. Na gut. Dann hauen wir ihr doch mal eine rein. Und erstmal schönen Kick in die blöde Fresse. Und dann hauen wir den nochmal in das blöde Gesicht rein. Sehr gut. Ich habe dich unterschätzt. Du warst dem Alpha Native ebenbürtig. Es war mir eine Ehre, mit dir zu kämpfen. Wir können jetzt eintreten, oder? Ja. Yeah. Altes Levoir wurde schon vor langer Zeit von Nativas kontaminiert. Keiner ist je lebendig zurückgekehrt. Doch was dich betrifft, habe ich Hoffnung. Ja, auch. Und zwar ganz große. Also wir sollten auch am besten wiederkommen, alles andere wäre sonst ein bisschen doof. Klinge funktioniert nicht mehr. Der Drohnenscan auch nicht. Warte mal. Gar nicht gut. Irgendein elektromagnetisches Sicherheitsfeld stört das System. Das müssen die Nativas verursacht haben. Ah, es ist noch möglich, die Drohne auszurüsten und auf Distanz zu schießen. Dafür sollten wir wohl Lilly dankbar sein. Das muss ausreichen. Gehen wir weiter. Alles klar. Ja, schwierig, ne? Wir können aber, glaube ich, hier... Konnten wir hier nicht andere Munition ausrüsten? Blasterzellen. Okay, haben wir aber auch nur eine, gell? Naja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja gleich noch irgendwie Munition oder sowas. Eingang zum Forschungslabor. Alles klar. Ah, Munition auffüllen, sehr geil. Da können wir wieder auf die Rail-Patrone umsteigen. Und du hast bestimmt eine Schlüsselkarte oder sowas, oder? Nee, du hast aber Erfahrungspunkte, das ist schön. Und dann lass uns doch mal gucken, was wir hier wegballern können. Aber innen sieht es so modern aus. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Zeitlich passt das überhaupt nicht zusammen. Finde ich auch. Okay.
Okay, was haben wir denn hier? Dekontaminationsscanner. Auf dem Boden, zurück. Vor dir ist ein Seil. Ach was. Wunderbar, haben wir geschafft. Also wie gesagt, ihr müsst mit dem Dash da ranspringen, anders gibt es nur Probleme. Habe ich das Gefühl. Noch nicht ganz ausgereift. Gut, da haben wir nochmal Munition, die wir zwar jetzt nicht mitnehmen können, aber falls man die erste Munition verpasst hat, kann man sich da... Fühlt man sich richtig willkommen. Ist so. Find mal richtig toll, ne? Geil. Haben wir noch irgendwelche platzenden Viecher? Oh mein Gott. Wow. Dieser Ort ist... ist voller Kapseln. War das eine Forschungseinrichtung? Ja, hier liegt noch Munition. Ist schon verdammt riesig. Ich wüsste gerne mal, was da in den Kapseln drin gewesen ist oder was da noch reinkommt. Wow. So, gib mir bitte Munition. Ja, so viel haben wir auch nicht mehr, glaube ich. Alter. Okay, der hatte da irgendwie einen Sprengstoffkanister oder sowas an sich dran. Sehr geil. Ordentlich Bums gemacht. Kommen die einfach aus der Decke gefallen oder? Und ob das Lager hier funktioniert. Okay, das Lager hat dann wieder funktioniert. Was haben wir hier? Munition, die wird scheinbar dann nicht aufgefüllt. Okay, interessant. Okay, Freunde, wenn wir hier hinten durchgelaufen sind, fällt da quasi uns der Boden weg und wir müssen jetzt einmal den hier machen. Und einmal ganz, ganz schnell hier durch. Wow. Hier haben wir scheinbar ein paar Freunde. Wow. Holy moly. Platzen hier ja fröhlich vor sich hin. Na, was haben wir denn hier? Eine wunderschöne Kiste mit ganz viel Loot bestimmt. Oh ja, so gefällt uns das doch. Vorsichtig sein. Es kann über eine Fernsteuerung geöffnet werden. Im Kontrollraum sollte es eine geben. Oh. Heilig Splashler, erschreckt mich doch nicht so. Junge, Junge, Junge. Da habe ich aber ganz kurz einen Flattermann gekriegt. Ich hoffe, ihr doch auch. Weil geteiltes Leid und so. Schnauze. So, Junge. Och, nö. Ja, hier drin wird es wenigstens nicht kalt, wenn es da brennt. Müssen wir hier auch wieder schnell sein? Wahrscheinlich, ne? Ja, hier mussten wir auch was schneller sein, alles klar. Gut, hier müssen wir uns jetzt sogar actually ein bisschen eher umschauen, weil wir ja unseren Scanner nicht haben. Okay, was ist das? Okay, hier müssen wir Dreieck, Kreis, X, Viereck machen. Das heißt Dreieck. Kreis. X. Viereck. Dann wieder Dreieck. Kreis. X. Viereck. Dreieck,
Oh je, wir müssen echt aufpassen. Das ist ein bisschen von der Steuerung schwierig. Viereck, Dreieck, Kreis, X, Viereck, Dreieck, Kreis, X, Viereck. Und wir können laufen. Alter Schwede. Ist gar nicht mal so einfach, weil die Steuerung ein bisschen läppsch ist dabei. Also ist ein bisschen holprig, würde ich sagen. Aber wir haben das nächste Lager. Und somit können wir auch direkt weitermachen. Ja, das gefällt mir nicht. In diesem Generator scheint eine Fusionszelle zu sein. Holen wir sie da raus. Hey, was haben wir denn hier? Wir müssen wahrscheinlich irgendwas dahin leuchten, weil wir hiermit was machen können. Ey, was ist das für eine Steuerung? Rudi. Das geht ja mal gar nicht hier. Können wir das irgendwie rumdrehen? Oh mein Gott. Also ihr habt ja keine Ahnung, wie sich das Ding hier bewegt. Ist irgendwie so null. Alter. Eieiei. Ich denke mal, wir müssen da irgendwie reinlasern in das Ding da vorne. Okay, das Ding haben wir schon mal dahingestellt. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Irgendwo... Oh, hier gibt es eine Leiter. Ach, da sind nur Patronen, alles klar. Patronen brauchen wir aktuell nicht. So, was haben wir hier? Hier geht es irgendwo rein. Können wir da rein? Autsch. Oh mein Gott. Da waren einfach zwei. Das ist ja gemein. Okay. Haben wir das Ding auch entsperrt? Gut, hier wollen wir wahrscheinlich rein, oder? Okay, die waren schon tot. Ich dachte, die... Der dahinter hätte noch überlebt. Okay. Ah, hier kann man doch was aufmachen. Die Tür da drüben ist offen. Okay, die Frage ist, müssen wir denn da jetzt ganz, ganz schnell hin oder können wir hier... Was haben wir hier? Hier ist auch was zum Drücken, schön. Oh. Cool. Da kriegen wir also noch eine Plattform. Ich hab so ein bisschen Angst, dass da was rausgeschossen kommt. Und uns dann irgendwie beißt oder so. Drohnen-Upgrade-Modul, geil. Hier sind verdammt viele Patronen, das gefällt mir gar nicht. Oh, der Laser startet. Ich weiß nicht. Das fühle ich noch nicht so. Ich wollte gerade sagen, da ist doch was. Au. Geht der nochmal auf? Nö, ne? Okay, der explodiert. Der auch.
Oh. Also wir bekommen hier auch Patronen. Das ist doch schon mal traurig. Heißt, hier kommt gleich auch irgendwas. Oh mein Gott. Das Ding ist halt so... Die Versuchspersonen leben noch. Was? Ja, okay. Cool. Ja, okay, da tut uns also auch weh, der Laser. Haben wir hinten denn keinen? Ja, lol. Da brat mir doch einer einen Storch. Also den hier nehmen. Ah, da können wir quasi aufballern, schätze ich, ne? Wobei, wir müssten aber doch nur noch... Ja, hier vorne so ein bisschen ums Eck lasern, dann geht das schon. Ich würde den aber gerne schon mal irgendwie rumdrehen. Eieiei, und du bist hier eigentlich echt nur am, ja, am Rotieren. Ach, Junge. Ich krieg ihn leider auch nicht so richtig dahin, wo ich ihn hinhaben will. Oh, das könnte aber gehen. Ja, das reicht. Perfekt. Um uns den anderen da gar nicht rauszuholen. Meine Güte. Ob wir nicht einfach hätten den Laser hier vorne schon in die andere Richtung lenken können? Okay. Damit haben wir also die Fusionszelle. Jetzt nichts wie raus hier. Okay, wir gehen actually noch tiefer rein. Das kann ja was werden. Dieses Labor. Glaubst du, dass Menschen in dieser Anlage Nativas erforscht haben? Oder... Ja, vielleicht haben sie das. Schließlich ist es immer hilfreich, seinen Feind zu kennen, wenn man ihn besiegen will. Aber dieser Ort sieht mir eher nach einer Fertigungseinrichtung aus. Ja, da habe ich eben gerade auch schon dran gedacht. Hier wurde wahrscheinlich schon geforscht, aber eher, ja, wie man sie ja, dupliziert oder sowas. Okay, weiter geht's, Freunde. Hier liegt noch einer. Der sieht aber gar nicht gut aus. Ja, hier sieht gar nichts gut aus, Junge. Alle Leuchten sind rot. Das ist kein gutes Zeichen. Nö, und das gefällt mir auch sowas von absolut gar nicht. Mhm. Verdammt, wir stecken fest. Okay, hier müssen wir actually aufpassen. Aha. Wir dürfen die Laser nicht einmal berühren. Wir stecken fest. Ja. What the fuck? Wo kommt das denn jetzt her? Das hatte ich eben aber nicht. Okay, das gab's hier eben aber nicht. Nämlich gerade eben leider einmal einen Laser reingelaufen, dann ist hier nämlich direkt Feierabend. Autsch. Also wenn ihr die Patronen holen wollt, lauft vorsichtig dran vorbei. Nämlich sonst hardcore in die Hose. Oh, oder wer oder was, Junge? Ach, da oben, der dicke, fette. Jo, gleich falle ich da rein, dann bin ich tot, oder was?
Hey. Das Ding spuckt einfach so. Alles klar. Fertig. Der Lift sollte jetzt laufen. Na gut, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, welcher Lift. Ah, hier ist ein Lift. Okay, alles klar. Was passiert, wenn wir da drauf drücken? Gar nichts. Okay, alles klar. Dann fahren wir hier mal ein Stückchen nach oben. Und ziehen dem mal die Hammelbeine lang, oder was, ne? Die Kontamination reicht bis hier. Das muss eine Schwachstelle sein. Was ein Drecksvieh. Gut, das haben wir auch überstanden. Weiter geht's. Da vorne ist nämlich noch eine Kiste. Die liebäugelt mit mir so ein bisschen. Alles klar. Fast wie in jedem Game, willst du irgendwo einen Spind öffnen und dann kommt so ein Vieh da raus. Alles klar. Ja, ich würde ja sagen nein, aber wir haben ja keine andere Wahl. Wir sind fast da. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hier geht's nicht weiter. Ich such dir einen anderen Weg. Machen wir einen Umweg. Durch die Lüfter. Und jetzt kommen die ganzen Gegner, ne? Man wartet eigentlich nur drauf. Okay. Zugangscode. Wo genau finden wir den denn? Haben wir hier irgendwen auf dem Boden übersehen? Den oder irgendwas? Da ist jemand. Es ist ein da haben wir den Code. Er ist bestimmt nützlich. Mhm. Ich find's jetzt schon ungeil, hierher zu laufen. Das geht hardcore in die Hose. Ella Badge. Autsch, 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 autsch. Ja, ich treff's gerade nicht. Okay, wir brauchen Munition. Let's go. Wir brauchen Munition. Autsch. Komm schon, hauen wir an. Okay, was ist das? Bäb, bäb, bäb. Einmal gegengetreten. Offen. Easy. Gut. Runter und weiter. Noch was? Mit. Oder auch nicht. Und
Dann geht's mal hier. Also. Das Pathfinding muss noch ein bisschen besser werden, liebe Freunde. Das ist manchmal sowas von nicht on point. Aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Das Spiel ist geil. Bro. Au. Okay, die Kiste ignorieren wir ausnahmsweise mal. Hier gibt es auch ein Versorgungslager. Wir sollten kurz durchatmen. Ah, hier oben haben wir noch was Schönes. Sehr geil. Okay, dann können wir uns ja jetzt mal hier hochbegeben. Gucken wir mal, was hier noch auf uns wartet. Nämlich auch ein ganz, ganz blödes Gefühl bei. Und das gefällt mir schon mal dreimal nicht. Art of Infection. Ja, alles klar. Was ist deine Mission, Brudi? Ich wette, die geben auch Munition oder so. Ja. Na komm schon. Auf jeden Fall mal ein Bossfight der etwas anderen Art. Ah, oh, da ist er auch kaputt gegangen. Geil. Ein Hyperantrieb. Nehmen wir den nochmal mit. Der Erhaltungszustand der Hyperzelle ist gut. Okay, lass uns vorsichtig sein. Du solltest zurückkehren. Ich werde dich mit dem Tetrapod draußen abholen. Hm? Warte, das da, das ist ein Vermächtnis. Ein Vermächtnis? Was ist das? Ein Gerät mit Aufzeichnungen vom Landetrupp vor mir. Darin sind wichtige Informationen für den nächsten Landetrupp. Verstehe, aber... Was hat ein Landetrupp so weit draußen zu suchen? Vielleicht wussten sie etwas über den Alpha oder den Ältesten. Ich werde sie mir ansehen. Tag 8 nach dem zweiten Absprung. Dritte Aufzeichnung. Vermächtnisbericht Raven. Verbliebene Überlebende Ripley und Annis. Annis Zustand ist bedenklich schlecht. Der Tod wird höchstwahrscheinlich bald eintreten. Wir haben ein Labor entdeckt, 4,47 Kilometer vom Abwurfpunkt entfernt. Offenbar wurden hier Natibas erforscht, aber wegen der Kontamination ist es schwierig, Informationen zu erhalten. Jedoch stieß ich beim Durchsuchen der Daten auf einen erstaunlichen Fakt. Vor dem Krieg, den wir den letzten Krieg nennen, war ein weiterer Krieg. Ein Krieg, der zwischen der Menschheit und den selbsterschaffenen Androiden entbrannte.
den sogenannten Androides. Die Menschen verloren ihn gegen ihre eigene Schöpfung. Die Überlebenden versteckten sich in Untergrundanlagen, doch die Schlacht war nicht vorbei. Aber dann änderte ein unerwartetes Ereignis den Kriegsverlauf. Als die Menschheit fast ausgerottet war, erschienen aus dem Nichts mächtige Wesen unbekannter Herkunft. Es waren die Nativas. Der Krieg mit den Nativas führte zur Zerstörung der Androiden. Und so gelang es der Menschheit letztendlich, Zuflucht in der Kolonie zu finden. Von nun an forsche ich nach dem Ursprung der Nativas. Ich hoffe, dass ich damit den Nativa-Ältesten ausfindig machen kann. Wer auch immer dies ansehen wird, ich hoffe, Mother Sphere wird dich segnen. Dass es so eine Aufzeichnung wirklich gibt. Und es gab schon einen großen Krieg vor dem letzten Krieg. Von so etwas habe ich noch nie in der Kolonie gehört. Was denkst du darüber, Adam? Die Geschichte der Menschheit ist voller Kriege. Wen wundert's da, dass es vor dem letzten Krieg bereits andere Kriege gab? Und dennoch, irgendwie seltsam, dass das nicht überliefert wurde. Ich nehme das Vermächtnis mit und breche auf. Warte noch, Eve. Ich hol dich mit dem Tetrapod ab. Okay, ich warte hier.